Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, dem Magazin, wo junge Bands und alte Bands aus der Region vorgestellt werden. Und wir gehen zurück zur 6. Newcomer TV-Nacht. Nein, zur 5. Newcomer TV-Nacht. Es ist schon so lange her, im September, Ende September. In der Portstraße Jugend und Kultur haben wir 4 Bands eingeladen, von denen wir euch in dieser Folge 2 vorstellen werden. Und ich möchte anfangen mit einer Band aus Sinn, das ist irgendwo in Hessen. Und sie sind naturverbunden, geben so ein bisschen den Eindruck, dass sie zusammen in einer großen Kommune leben und gemeinsam Musik kreieren. Im Grunde genommen ist der Sänger dieser Band lange Jahre mit der Gitarre alleine auf den Straßen dieser Welt unterwegs gewesen und dann hat ihn die Sehnsucht gepackt nach einer Band und die hat er jetzt gegründet. Deswegen ein Riesenapplaus von uns und von euch für Jonas Brannert und Band. Du bist eigentlich im Grunde genommen, weil so habe ich dich, glaube ich, auch kennengelernt vor vielen, vielen Jahren auf der Sommerwerft, einen der ersten Sommerwerften irgendwie. Da warst du als junger Singer-Songwriter nur mit Gitarre und Stimme bewaffnet. Kann das sein? Ja, genau. Und, aber das war dir zu einsam? Ja, nicht unbedingt, aber es hat mich auch gereizt, mit Band zu spielen. Und es hat sich dann auch irgendwie so ergeben. Und ja. So kam das so. Das ist aber jetzt, weil ihr habt ja auch in diesem Jahr auf der Sommerwerft gespielt, das ist ja eigentlich nicht jetzt irgendeine Band, also die man so zufällig in der Kneipe kennengelernt hat, sondern ich habe ja das Gefühl, ihr seid eigentlich, ob es jetzt so ist oder nicht, aber es wirkt wie eine Kommune. Ja, wir sind
verstehen uns schon sehr gut und sind auch irgendwie sehr gut befreundet, haben Spaß miteinander, genau, und sind auch gut so zusammengewachsen. Auf jeden Fall. Verbindet auch diese gemeinsame, sage ich jetzt mal, Achtsamkeit mit der Natur. Ihr seid auch politisch irgendwie interessiert an dem ganzen Chaos, was zurzeit auf der Welt passiert, und formuliert das sozusagen gemeinsam in der Musik, oder bist du schon derjenige, der die Komposition macht und die Texte und dann setzt die Band es um? Ja, also die Kompositionen sind schon größtenteils auch von mir und auch die Ideen für die Texte. Trotz alledem stehen wir alle da voll dahinter auch und haben auch so die gleiche Einstellung, kann man so sagen. Und genau, deswegen passt das. Close your heart to feel the light inside. There's nothing to earn. Yeah.
Everything's alright. Ich hoffe, die wunderbare Musik von Jonas Brannert und seiner Band hat euch beflügelt, hinauszugehen in die Natur und euch mit Wäldern und Vögeln und allen möglichen Dingen, was die Natur so schön macht, auseinanderzusetzen. Und wir kommen jetzt zu einer weiteren Band, die an diesem Abend gespielt hat, nämlich Liebknecht. Das ist eine Band aus dem Umfeld von den Landungsbrücken, ein fantastisches Underground-Theater. Und die Jungs machen und das Mädel machen eine Art Krautpunk, Agitpop, Arthouse-Punk, Elektrokraut und wie gesagt, sie kommen aus Frankfurt und sie haben uns verzaubert mit ihrem unglaublichen Sound. Willkommen hier in der Show, Liebknecht. Cause you are intense, cause you hate defense, cause you are free, tell you.
Linus, du bist künstlerischer Leiter der Landungsbrücken, du bist Bassist dieser wunderbare Band. Also wie ist der Mix zwischen Komposition, Musik und Theater? Gibt es da eine Verbindung bei deinen Projekten, die du mitmachst mit deinen wunderbaren Kollegen? Deswegen, der Thomas nimmt einen großen Schluck aus der Pulle, weil das ist ja eigentlich alles von ihm ausgegangen. Beziehungsweise es stimmt nicht ganz. Wir haben ein Stück gemacht, das hat damit überhaupt nichts zu tun, das heißt Zerbombt von Sarah Kane. Und wir haben, also Thomas macht für meine Inszenierung oder die von Felix Bieske und mir schon seit Jahren die Musik. Und da war immer mal die Idee, lass doch mal eine Liveband da auf der Bühne stehen. Und dann kam er mit so Skizzen an, die eher, korrigier mich, wenn ich Scheiße rede, irgendwie Garage-mäßig. Also es bratzelt ordentlich, es ist oben rum und es knallt. Und eigentlich war dann seine Idee zu sagen, naja, wir haben den ganzen Kram, es wäre ja schade, wenn man es irgendwie im Archiv lassen würde, nach dem Motto, für Theater war es gut genug, aber weiß nicht, was sonst. Lass doch mal auf Basis dessen gucken. Also lass uns einen Live-Drummer holen, weil Thomas sehr viel auch mit den Messerbrüdern natürlich elektronisch unterwegs ist. Lass uns einen Live-Drummer holen und lass uns mal versuchen, Energie zu geben. Und daraus ist das dann entstanden. Ich habe mir diesen Live-Mitschnitt angeguckt, weil das ist ja das große Geheimnis. Es gibt die Band Liebknecht, aber es gibt eigentlich außer eine eigenartige Instagram-Seite gar nichts im Netz zu finden über Liebknecht. Ich habe wirklich lange recherchiert, also es ist ein riesiges Geheimnis. Und dann habe ich dieses... So wenig, du kannst nicht lange recherchiert haben. Es gibt ja nichts. Also. Aber du glaubst gar nicht, ich gebe ja nicht auf. Ich arbeite tageslang weiter. Sehr gut, Eichhörnchen. Ja, genau. Also und finde dann irgendwas, aber ich habe diesen YouTube-Mitschnitt gesehen und ich fand, also was
mir sofort aufgefallen ist, ist einfach, dass es sehr in sich geschlossen authentisch wirkt. Also das wirkt so, als ob die Band schon viele Jahre gemeinsam mit dieser Musik auf den Bühnen der Welt unterwegs ist. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja die Theaterinszenierung, weil das kennt man ja von Schauspielern, die proben etwas 3 Monate lang am Stück, 10 Stunden am Tag und dann sitzt es so, als ob die schon 20 Jahre damit unterwegs sind. Ist es ungefähr so? Nein. Ja, nein. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir im März diesen Jahres, glaube ich, überhaupt das erste Mal zusammen in einem Raum mit Musikinstrumenten gestanden haben und es war eigentlich die, lass uns mal zusammen Musik machen mit dem, was Lino schon erzählt hat, und dann hat sich das aber recht schnell gefügt auf eine bisschen anstrengende Weise auch, weil wir jetzt nicht alle so völlig musikaffine Menschen sind. Also jeder mag Musik, jeder spielt ein Instrument, aber nicht alle haben die letzten 50 Jahre auf Bühnen gestanden und Rockmusik vor allem gemacht. Und das gibt dem Ganzen aber auch einen gewissen Charme und das gibt uns auch die Möglichkeit, wir verfangen uns nicht so schnell in Klischees, weil wir die Klischees gar nicht kennen. Und das ist eigentlich ein Vorteil und dann haben wir gedacht, okay, das hat sich ganz gut angefühlt, lass uns mal einen Auftritt machen, das war der, den du nach wochenlanger Recherche gefunden hast, ja, in diesem Internet. So, und das hat sich noch besser angefühlt, das hatte die Energie. Und daran arbeiten wir jetzt weiter. Und wenn wir jetzt heute spielen, dann ist es für uns selbst auch nicht das Endergebnis von jahrelanger Zusammenarbeit, sondern es ist so ein Zwischenschritt. Du willst nicht laut und still und dazwischen ist nichts. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Bin zu gut, bin zu schlecht und dazwischen ist nichts. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Du willst nicht laut und still und dazwischen ist nichts. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Bin zu gut, bin zu schlecht, dazwischen ist nichts. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. It's in my head. It's in my head. It's in my head. Energy Club. It's in my head. Ich kaufe ein, gebe aus, nehme jeden Mist. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Ich schütze stark, atme schwach, es tut richtig weh. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Ich kaufe ein, gebe aus, nehme jeden Mist. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. Ich schütze stark, atme schwach, es tut richtig weh. Alle denken, ich bin glücklich, doch da täuschen sie sich. It's in my head. It's in my head. It's in my head. It's in my good, good. Energy Club. Good, good. Energy Club. Good, good. Energy Club. Good, good 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 energy club. Good, good.
Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Liebknecht mit ihren fantastischen Sound live auf der 5. Newcomer TV-Nacht. Portstraße Jugend und Kultur geht in die Konzerte dieser Band. Achtet auf die Tourpläne. Die Bands sind die ganze Zeit im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Supportet die regionale Musikszene. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Seppel am Mikrofon und der Jochen an der Kamera. Bye, bye. Tschüss. Arrivederci.